Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Musikunterricht mit Herrn Müller. Heute gehe ich auf einen Hilferuf ein von der Rebecca aus der 5. Klasse. Und es braucht dir nicht peinlich sein, Rebecca, dass du so etwas nicht verstehst, wie Noten geschrieben werden. Wir werden das zusammen üben und du wirst es schaffen. So, wir fangen nochmal ein bisschen unkonventionell an. Ich nehme ein weißes Blatt, kein Notenlinienblatt. Und ich male einfach nur mal eine Linie, bisschen Platz und noch eine Linie. So, jetzt wollen wir versuchen, ich habe zwei Linien, sonst nichts. Jetzt wollen wir versuchen, Noten zu malen oder einfach irgendwas dahin malen. Wir versuchen, eine Note, den Notenkopf, den wir Menschen ja auch haben, einen Kopf, versuchen wir jetzt mal hier reinzustecken zwischen die zwei Linien. So, und das ist jetzt eine Note. Die liegt zwischen zwei Linien. Die ist jetzt in einem Zwischenraum. Ja? Eine Note in einem Zwischenraum. Dann gibt es auch Noten, die sind nicht in einem Zwischenraum, sondern die sind auf einer Linie. Das ist sowas. Note im Zwischenraum, Note auf der Linie. Note im Zwischenraum. Und jetzt seht ihr ja, ich habe ungenau gemalt. Eigentlich sollte die Note dann richtig schön da drin liegen, so wie hier. Und die Note auf der Linie. Und das war eigentlich das ganze Kunststück. Es gibt Noten, die sind in einem Zwischenraum. Und es gibt Noten, die liegen auf einer Linie. Jetzt ist nur das Problem bei unserem Notensystem, dass es nicht nur zwei Linien hat, drei, vier, sondern fünf. Fünf Linien, aber es bleibt immer das gleiche System. Die Noten müssen auf die Linie oder in den Zwischenraum. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir jetzt fünf Linien. 1, 2, 3, 4, 5 und vier Zwischenräume. 1, 2, 3, 4. Ich male jetzt einfach mal Noten in den Zwischenraum. Hier ist ein Zwischenraum. Hier, hier. Hier, jetzt habe ich schön aneinander gemalt. Die können natürlich auch kreuz und quer liegen oder sich wiederholen. Hier mal ein Zwischenraum, hier, hier, hier. Alles Zwischenräume. Ja, ich zeige mal Z für Zwischenraum hin. Jetzt machen wir auf die Linie, L für Linie. Hier ist auf der Linie, hier ist auf der Linie, hier ist auf der Linie, hier und hier. Eigentlich auch ganz logisch. Macht bitte trotzdem alles mit, damit wir Routine bekommen. Umso leichter fällt es dann auch denjenigen, die Schwierigkeiten haben, es zu verstehen. Auch das ist relativ einfach. Alles auf der Linie, alles im Zwischenraum. So, jetzt ist beim Notenschreiben aber so, dass das miteinander verknüpft wird. Die Töne können in den Zwischenraum und in die Linie. Und insbesondere am Anfang malen wir ja viele Tonleitern. Das heißt, wir fangen jetzt mal irgendwo an und wechseln uns immer ab zwischen Zwischenraum und Linie. Ich fange hier an. Wie der Ton heißt, spielt überhaupt keine Rolle. So, das ist im Zwischenraum. Jetzt nehme ich eine Linie. Jetzt gehe ich wieder in den Zwischenraum. Ich nehme eine Linie, gehe in den Zwischenraum, nehme eine Linie, Zwischenraum, Linie. Jetzt gehe ich wieder zurück. Zwischenraum, Linie, Zwischenraum, Linie. So, und das könnt ihr ruhig einige Male hinmalen, einfach um Routine zu bekommen, wie Buchstaben üben. ABC erinnert euch an das erste Schuljahr. Einfach um Routine zu bekommen, die Note, den Notenkopf zwischen die Linien zu malen, also in den Zwischenraum oder auf die Linie genau drauf. Wenn man ihn auf die Linie malt, vielleicht noch zu beachten, dass man wirklich darauf achtet, dass die Note so schön in der Mitte durchgeschnitten wird. Viele Schüler kümmern oft an sowas ab hier, sowas in der Richtung sagen, das ist doch auf der Linie. Na gut, da kann man sich dann drüber streiten. Schön ist es immer, wenn man eindeutig erkennt, er ist auf der Linie. Ja, oder im Zwischenraum, auch sowas, wenn man jetzt sagt, das ist im Zwischenraum, ist schwierig zu akzeptieren. Besser ist es natürlich, es ist wirklich so schön groß, dass es im Zwischenraum auch wirklich zu erkennen ist. So.
Die einfachste Methode, Tonleitern zu malen. Eine Tonleiter besteht aus 8 Tönen, eine Dur- oder Molltonleiter, eine normale Tonleiter, ist jetzt einfach diese Töne hoch und wieder runter zu malen. Wir üben das mal, indem wir beginnen bei dem Ton E. Auch dieser Notennamen brauche ich noch gar nicht zu interessieren. Wir beginnen jetzt auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie. Linie, auf der Linie, zwischen der Linie. So, das sind 8 Töne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist eine Leiter, eine Tonleiter auf dem Ton E. Ja, welche das ist, spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle, ist eine Tonleiter auf dem Ton E. Wir machen weiter. Wir gehen mal einen Ton weiter runter. Der sieht jetzt etwas anders aus. Um zurückzukommen auf unsere Anfangsübung, zwischen der Linie, auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie. Der erste sieht jetzt so aus, als wäre der hier drunter. Er hängt also hier dran, ist da runter. Ja? Es fehlt aber eigentlich eine Linie, die ihn eingrenzt. So, dann wäre er wieder zwischen der Linie. Auf der Linie, zwischen der Linie. So ist das dann auch hier. Ja, eigentlich wäre es zwischen der Linie, hängt unten dran, das ist der Ton D. Ihr macht aber jetzt genauso weiter, das D, jetzt kommt auf die Linie, zwischen die Linie, Linie, zwischen die Linie, auf die Linie, zwischen die Linie, auf die Linie. Hervorragend, das war das Ganze auf D. Und jetzt gehen wir noch einen Ton weiter runter und damit tun sich eigentlich die meisten ein bisschen schwer jetzt. Obwohl es das ist, was immer zu Beginn geübt wird. Jetzt male ich mal den Violinschlüssel hin, wer den mal üben will. Da gibt es auch eine extra Lektion. So, jetzt stellt euch vor, ihr hättet da noch eine Linie. Es gibt hier diese schöne Magnettafel, da ist das gut zu erkennen. Schaut mal her. So, da haben wir hier unten eine Hilfslinie. Hier kann man jetzt gut erkennen, auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie, das wäre dann eine Hilfslinie. Und dieser Ton auf der Linie, den hatten wir eben hingemalt, D auf der Linie ist dann hier unser C. Ich schreibe es hier hin. C. So, dieser Ton. Der nächste Ton ist jetzt, hängt da dran, wäre eigentlich zwischen der Linie, wenn man so will. Wenn sich die Hilfslinie vorstellt, hängt hier dran, zwischen der Linie, ist ein D. Der nächste Ton ist wieder auf der Linie. So, und jetzt wird es ja wieder einfach. Das ist jetzt wieder die Methode, die wir vorhin schon angewendet haben. Auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie, zwischen der Linie. Das wäre jetzt eine Tonleiter auf dem Ton C. Wenn ihr die Namen schon könnt, könnt ihr sie einfach hinschreiben. C, D, E, F, G, A, auf Deutsch H, auf Englisch B an der Stelle, H1, C1. So, und das ist eigentlich so dieser Hauptknackpunkt, bei dem C den Ausgangston zu finden. Stellt euch also einfach diese Linie vor im Kopf. Ihr habt immer Töne zwischen, auf und hier unten bei dem C müsst ihr euch einfach diese Hilfslinie vorstellen. Das ist hier wunderschön markiert durch diese einzelnen kleinen Strichen. Auf der Linie, zwischen der Linie. So geht es also los. Gut, ich hoffe, ich konnte jetzt denen helfen, die auch ein bisschen Angst haben oder das auch nicht verstehen. In der 4., 5. Klasse trainiert das ein paar Mal, wiederholt es und ich bin mir ganz sicher, im Kopf macht es Klacks. Und ihr habt es verstanden und könnt es dann auch hinschreiben. In der Tat ist es hier unten beim C, D, E am schwierigsten, aber wenn man es ein paar Mal trainiert hat, dürfte euch das auch locker gelingen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Lektion. Wenn ihr dann besser werdet, schaut in die schwierigeren Lektionen hinein und lernt etwas Musik mit mir. Okay, tschüss. Walk along a path to the spring of a brook. Wind is blowing through the trees, my senses are awake. I am standing still, listen silent to the hills. Then my soul is blowing back to forgotten years, telling me you are the one, you are my love, you're the one alive who I need. You are the one, you are my love, you're the one alive who I need.
walk along a path to the spring of a brook. Wind is blowing through the trees, my senses are awake. I am standing still.